So, was sagen die Besucher hier? 406 Gäste, alles klar. Der T-Rex kommt, glaube ich, ziemlich gut an. Oh ja, Restaurant 4 ist komplett voll. Da können wir nochmal einmal einen Slot mehr reinmachen. Auch jetzt wieder voll. Und wir müssen noch ein bisschen was verkaufen hier. So, verkaufen wir das Gigantosteak für 31. Dann machen wir jetzt auch wieder Gewinn. Kleiderladen ist auch voll. So schnell kann das gehen. Dino Roll verkaufen wir dann auch für ein bisschen mehr. Kaufen wir für 29. Was sagen die Toiletten? Die Toiletten gehen noch. Die Spielhalle geht auch noch. Der denkt ja die ganze Zeit, es ist alles überfüllt hier. Der Arme. Der tut mir ein bisschen leid, um ehrlich zu sein. Also. Es ist schon, der ist halt ziemlich heftig hochgepumpt. Oh nein. Jetzt mach. Der greift den Zaun an. Verdammt. Okay, bevor der ausbricht, betäube ich ihn lieber. Und dann züchten wir uns vielleicht nochmal einen T-Rex ran, der nicht ganz so extrem ist, vielleicht. Das war sozial gehen, ne? Ja. Oder? Nee. Lebenserwartung, Stress. Ich glaube, es war hier bei. Ich meine, die Bewertung geht zwar ein bisschen runter, aber so hätten wir zumindest einen Sozialbestand von 2 und wir könnten den in der Gruppe halten. Ich züchte einfach mal 2. Während der T-Rex hier irgendwo abgegeben wird, wo er ganz in Ruhe und in Frieden leben kann und vielleicht nicht alles kaputt macht den ganzen Tag, lass ihn einfach irgendwo auf der Insel raus und dann kann er sich da austoben. Irgendwann wird er schon merken, dass er alleine ist und sich nicht so einen Stress machen muss die ganze Zeit. Oh nein, ist jetzt auch noch defekt. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Ah, wartet mal, habe ich eigentlich den anderen Dino abgeholt? Ja, habe ich schon, okay. Geht's denen jetzt hier besser wenigstens? Ja, denen geht's besser. Sehr gut. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Haben wir einen Nigersaurus? Mal kurz gucken. Soziale Gruppe. Dann holen wir uns davon nochmal ein. Da können wir ja nochmal die Gene ein bisschen modifizieren. Damit wir nochmal ein bisschen besseren kriegen hier. So, Genom modifizieren. Schauen wir doch mal rein, was wir da haben. Geben wir ihnen erstmal eine andere Farbe. So ein Alpinmuster. Lebenserwartung. Ich gucke, wie gesagt, immer unten bei der Bewertung hier. Möglichst hohe Bewertung. Wie gesagt, mit ein paar Upgrades kriegt man das ganz gut hin. Man sollte vielleicht schauen, dass die soziale Gruppe nicht mit Fragezeichen da steht, weil das könnte zu Problemen führen, wie wir gerade gesehen haben beim Rex. Aber ansonsten kann da eigentlich nicht viel schief gehen. So, 122 ist okay. Belastbarkeit. Ach ja, stimmt, wir wollten die Raptoren ja auch nochmal irgendwie auseinandertreiben, ne? Upsi, hab ich ganz vergessen. Achso, Moment, sozial. 0 bis 25, sozial 0 bis 5. Ja, das ist okay. So, wir haben toten Dinosaurier. Gleich mal gucken, wer da jetzt schon wieder gestorben ist. So, den brüten wir mal einfach aus. Achso, dann müssen wir natürlich. Oh Gott. Erfolgsrate nach oben. Ich glaube. Schauen wir gleich mal. Ob das nachträgliche Hinzufügen noch was gebracht hat oder nicht. Der T-Rex ist. Wo ist er? Moment, wo ist der T-Rex?
da hinten nicht, der betäubt. Oh Gott, ich dachte gerade, der wäre irgendwie... Aber für 4 Millionen verkaufen wir den. So, der war natürlich zu schwach und ist gestorben, alles klar. Deswegen jetzt hier nochmal mit der Aufwertung um 120%. Dann sollte das nämlich klappen. Und jetzt schauen wir mal, warum die Kraftwerke gerade nicht... Mittlere Kraftwerk muss neu gestartet werden. Den heilen wir nochmal. Und wo ist jetzt ein toter Dino hier? Hier, der Dilo ist gestorben. Ja, wir müssen bei den Raptoren und bei den Dilos müssen wir da dringend was machen. So viel steht schon mal fest. Ah, hier ist auch noch ein toter T-Rex. Schade. Versuchen wir es nochmal. Unter Umständen klappt das dann ja gleich. Gut. Spaß haben die. Einkaufen können sie, trinken können sie, essen können sie. Passt. Toilette, hier brauchen wir nochmal eine neue Toilette. Die bauen wir doch dann auch gleich da nochmal hin. Am besten erstmal... Ich meine, wir können sie eigentlich hier so hinstellen. Produkt wird transportiert. So. Ist natürlich auch ein ziemlich kleiner Zaun für so einen T-Rex. Aber gut. Andere Dinos hätten einfach rüberstapfen können, glaube ich. Für T-Rex eigentlich auch, denke ich. Gut, der Nigersaurus mit unserer 159er Bewertung ist fertig und kann freigelassen werden. Ja, das sieht auch soweit gut aus. Er freut sich bestimmt auf seine neuen Freunde jetzt. Das passt. Super. Sozial passt. Bestand passt. Die ganzen Werte hier stimmen auch alle. Oh, wunderbar. Jetzt hoffen wir, dass es gleich mit dem T-Rex oder mit den beiden T-Rexen, die wir haben, genauso aussehen wird. Dann großes Umspannwerk. Wenn es denn irgendwo hier noch hinpasst. Ja, hier wird es passen. So. Sind gleich da. Gut, lassen wir den beiden... den einen T-Rex lassen wir frei. Hier ist das Ausbrüten fehlgeschlagen. Versuchen wir es nochmal. So, den erstmal hier freilassen. Ja, kann natürlich passieren, dass das Ausbrüten fehlschlägt. Aber einen haben wir schon mal durchbekommen. Jo, moin. Ja. Ja, der ist gerade einsam. Der kriegt ja jetzt auch gleich Gesellschaft. Hoffentlich. Erstmal trinkt der noch ein bisschen. Wir müssen halt hoffen, dass der hier gleich mal durchkommt. Ne? Dass der hier es dann auch gleich schafft. Hier sind die Toiletten voll. Bis zum geht nicht mehr. Und ja, das Restaurant ist wieder gefüllt, der Kleiderladen ist fast voll, die Spielhalle, da können wir dann nochmal einmal aufstocken. Verkaufen für 20, das ist auch okay. So, der Kleiderladen füllt sich auch so langsam, 990 von 1000 eben gerade. Ich glaube, da können wir auch schon mal aufstocken. Oh, Gyrosphäre. Die ist voll. Dann können wir da auch noch mal ein bisschen mehr reinpacken. Verkaufen wir die einfach für 25. Vielleicht kriegen wir da irgendwann ein Plus. Na, müssen wir mal gucken.
Ah, wobei jetzt ist die Bahn fast voll. Wir machen immer noch keinen Plus. Verkaufen wir die mal für 30 und gucken, ob die Besucherzahlen hochgehen. Bisher gehen sie... Wir schauen nachher nochmal gleich rein, ob die ein bisschen nach oben gehen oder nicht. So, Toiletten passen. Ja, Restaurant ist voll, Kleiderladen ist nicht ganz voll, Spielhalle passt noch ein bisschen was rein. Und hoffen wir, dass jetzt hier das Ganze durchgeht mit dem nächsten T-Rex. So, beim großen Kraftwerk, ich glaube, wir brauchen wieder mal ein bisschen mehr Strom. Und der Velociraptor, das klappt leider nicht so, wie ich das gerne hätte. Das heißt, wir betäuben den einfach mal. Und dann gucken wir mal. Weil das... funktioniert leider nicht. Und da muss der hier nämlich auch gleich nochmal betäubt werden. Bestätigt. Weil die vertragen sich leider nicht. Deswegen holen wir uns lieber nochmal den einen oder anderen Dilo hier mit ins Haus. Die können wir auch gleich nochmal ein bisschen höher züchten. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da. Modifizieren wir die Gene einfach ein bisschen. So. Belastbarkeit. Einmal dran denken. Hohe Bewertung. Hier noch eine 36er Bewertung. Passt auch. Sozialverhalten. Das ändert von den Bewertungen her nichts. Wir können halt ein bisschen größere soziale Gruppe haben. Oder halt auch weniger. Aber wir lassen es so, wie es ist hier in dem Fall. Und gehen nun mal hier auf die erhöhte Knochendichte. Bevor wir das machen, werden wir aber hier nochmal die Erfolgsrate hoch. Hier Erfolgsrate. Und hier auch nochmal. Damit wir da ein bisschen bessere Karten haben. So, das heißt, wir brüten den hier, wir brüten mal zwei aus. Und dann gucken wir, was passiert. Wir haben wieder einen toten Dino. Das ist der, ein toter Raptor diesmal. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Der Raptor wird dann hier verkauft. Und dann sollte das hier hoffentlich passen. Hier laufen immer noch zwei Ziegen rum. Fröhlich und munter. Die werden aber bestimmt auch bald gefressen an der Stelle. Und hier der T-Rex ist bei 86%. Das dauert also noch einen kleinen Moment. Ach, und er greift den Zaun an. Alles klar. Aufgabe erhalten. Oh nein. Oh no. Vielleicht sollten wir die Schutzräume. Zumindest den einen hier schon mal öffnen. Damit die Leute da nicht jetzt gleich vom T-Rex gefressen werden. Der ist nämlich gerade ausgebrochen. Der wollte wahrscheinlich nur die Ziege hier haben. Oder die Ziege hat sich einen Weg durch die Mauer gebahnt. Schwer zu sagen. Aber wir fangen den T-Rex am besten ein. Die Ziege kann dann noch ein bisschen rumlaufen. Das ist kein Problem. Dafür ist der andere T-Rex hier jetzt fertig. Das heißt, unser erster T-Rex hier kriegt gleich Gesellschaft. Wenn er denn erledigt wird, vielleicht. So ausnahmsweise. Vielleicht macht das. Ich hoffe, das ACU-Team leistet jetzt gute Arbeit. Die anderen Schutzräume haben wir offen gelassen noch. Das ist kein Problem. Wir haben jetzt nur den einen hier geschlossen. Aber sobald die hier treffen, dürfte es dann eigentlich kein Problem mehr sein. Ich denke mal, die treffen jetzt auch gleich. Na komm, treff doch mal. Oder vielleicht läuft es auch wieder freiwillig rein.
Die haben natürlich genau da getroffen. Lassen wir das Ranger-Team erstmal hier hinfahren, damit die schon mal auf dem Weg sind, damit wir den Zauner jetzt gleich reparieren können, sobald der T-Rex da aus der Spalte rausgezogen ist. Dann ist zumindest das Ranger-Team schon mal auf dem Weg. So, und dann, jetzt können wir ihn reparieren, fantastisch. Und dann sagen wir jetzt hier... alle schießen so. Und den T-Rex lassen wir jetzt auch noch wieder frei. Dann haben die jetzt, sind die jetzt Zweiter. Das sollte dann soweit auch passen. Hoffen wir, dass jetzt die Ziege flieht hier auch schon wieder. Kann man machen. Ja, und das Ranger-Team ballert dann einfach durch die Lücke im Zaun durch. Stimmt. Da fällt mir ein, was wir vergessen haben. Natürlich brauchen wir ein Tor hier auch noch irgendwo. So, der T-Rex ist zurück. Und hat jetzt eigentlich seinen Freund bekommen. Sozialverhalten sollte jetzt also passen. Die Geborgenheit sollte dann jetzt eigentlich auch nach oben gehen. Na okay, jetzt ist die Geborgenheit im gesunden Maß bei 89%, jetzt 90. Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht noch irgendwie Bock hat, den Zaun wieder anzugreifen oder so. Das wäre schon ganz cool, wenn er es jetzt mal lassen würde. Und bitte auch nicht den Jeep angreifen. So. Super, jetzt haben wir wieder einen Stromausfall. Warum greift er jetzt wieder den Zaun an? Verdammt. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum er jetzt den Zaun wieder angreift, oder? Jetzt hat er es gelassen. Okay, er ist jetzt auf Wassersuche. Okay, er fühlt sich zumindest wohl, Geborgenheit bei 100%. Ich glaube, jetzt lässt er den Zaun auch in Ruhe. Das war nur mal so ein Zeichen, so, oder vielleicht hat er einfach nur Danke gesagt oder so. Man weiß es ja nicht. Also, zumindest passt das jetzt auch wieder. Toiletten sind voll. Packen wir da noch ein bisschen was dazu. Ja, Restaurant überfüllt, Kleiderladen überfüllt. Spielhalle noch nicht. Noch nicht. Wir können da einfach ein bisschen günstiger anbieten hier. 16 zum Beispiel. Die Toiletten gehen noch. Hier aktuell 975, das heißt, das geht auch wieder nach oben. Das ist schon mal ganz okay. Die kämpfen jetzt. Ich dachte, ihr braucht euch zu zweit hier. Also eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die beiden... Okay, er bleibt der Alpha hier. Alles klar. Sehr gut. Ja, dann schauen wir mal, wie es denn so weitergeht.